Hey meine Schnutis und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und heute wird es einen Shein-Haul geben. Das Ganze ist in Kooperation mit Shein entstanden, beziehungsweise dieses Video ist von Shein gesponsert. Erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank und Grüße gehen raus an das Shein-Team. Die haben ein richtig cooles Thema rausgebracht und zwar das Thema Back to School, Leute. Ist das nicht einfach krass? Aber ich würde mal sagen, mehr Infos gibt es jetzt gleich nach dem Intro. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Von Shein einfach so unglaublich cool und zwar Back to School, Leute. Bei mir sind es tatsächlich schon 5 Jahre her. Ich bin vor 5 Jahren so richtig, richtig in die Schule gegangen. Von Montag bis Freitag. Ich zähle jetzt Berufsschulzeit nicht mit. Da bin ich nur 1 bis 2 Mal die Woche gewesen. 1 Jahr 2 Mal die Woche, das 2. Jahr nur noch 1 Mal die Woche. Für mich war das mehr oder weniger so eine Gammelzeit und keine Schulzeit. Aber so richtig war es bei mir mit fast 16 vorbei. Da habe ich die 9. Klasse verlassen und bin halt, wie gesagt, dann in die Ausbildung gegangen. Ich habe schon damals meinen eigenen Kopf gehabt. Ich bin nicht immer dem Trend nachgegangen, sondern ich bin meiner eigenen Kreativität nachgegangen. Vor allem das, was die damals getragen haben, war halt einfach nicht, muss ich gestehen, nicht in meinem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die haben einfach nur komplett Marke getragen und das konnte ich mir persönlich damals nicht leisten. Deswegen habe ich schon damals meine eigene Kreativität, was für ein Wort, reingebracht und habe halt einfach mich selbst so stylisch angezogen, wie ich es halt wollte, wie es halt meinem Stil entspricht, beziehungsweise wie ich es halt damals toll fand. Und ich habe halt einfach gedacht, krass, ich habe sehr viele Sachen bei Shein wiedergefunden, die ich auch damals sehr gerne getragen habe und habe gedacht, okay, ich zeige euch einfach so ein bisschen meinen Stil von damals und den ich auch wieder zu meinem Stil gemacht habe. Finde ich einfach mega cool, dass ich solche Sachen jetzt wieder habe und halt so ein bisschen auch meine eigene Kreativität, vielleicht was ich jetzt so zum Schulanfang tragen würde, beziehungsweise ich habe ein paar mehr Kleider bestellt und ich habe halt auch ein bisschen mehr was Oversize bestellt, beziehungsweise etwas mehr was flattert, wie ich das immer sage, halt ein bisschen was, ja, was Schöneres, so was jetzt so richtig zu mir passt. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und ich zeige euch, was es alles geworden ist. Es ist eine Menge geworden und ich freue mich auch, das Ganze schon in Richtung Herbst tragen zu dürfen. Es ist wirklich alles super, super schön und bei manchen Sachen kriege ich so richtig Flashbacks so. So, wisst ihr, so einige Sachen habe ich damals erfunden. Was heißt erfunden? Ich habe es halt einfach zu meinem Stil gemacht und dann fanden einige das super schön und haben das nachgemacht, so wie ich es gemacht habe. Und ich war dann halt immer diejenige, die es nachgemacht hat. Ich war die Erste, die damit angefangen hat, aber ich war dann diejenige, die es nachgemacht hat. So, wisst ihr, was ich meine? Fand ich natürlich sehr toll und das sind halt einfach so Flashbacks, die jetzt gerade zurückkommen. Aber ich würde mal sagen, ich zeige euch, was ich hier Schönes habe. Ich würde mal sagen, wir fangen mit der ersten Sache an, die ich, seitdem ich es habe, jeden Tag trage. Habt ihr vielleicht schon in einigen Videos gesehen, so ein bisschen, vielleicht so einen kleinen Abschnitt davon. Und zwar ist das diese wunderschöne Jacke. Super, super schön. Die hat eine Kapuze, so wisst ihr, falls es regnet, dann könnt ihr so machen. Nach dem Motto, ihr werdet nicht nass. So, wie gesagt, eine schöne Jacke, die könnt ihr halt zuknüpfen. Ist halt so Hemdimitat, würde ich mal sagen, so wie so ein Hemd, bloß mit Kapuze. Hier haben wir noch diese Schnürdinger hier. Und was ich richtig cool finde, hier haben wir so eine Tasche an der Seite, halt wie so eine, bei einem Hemd, so, ne? Wo ist denn die Tasche hier? Kralor-Tasche? Hier, Tasche, da packe ich jedes Mal Süßigkeiten rein, wenn ich zur Arbeit gehe. So ein bisschen zum Naschen, weil ich arbeiten bin, ne? Ich finde die super, super toll. Ich trage die jeden Tag seither. Ich finde sie super, super, super bequem. Ich mag sie sehr gerne. Das Ganze war auch in der Wäsche. Hier kein Fussel oder irgendwie sowas. Ich finde den Stoff einfach so unglaublich schön und weich. Und ich liebe es halt einfach. Die nehme ich auch mit nach Kroatien zur Überwerfjacke. Einfach, wie gesagt, zuknöpfen, alles ist hier mit drin, mag ich, das ist so unglaublich schön. Meine Mom war so neidisch, dass sie gesagt hat, ich will auch so eine haben, deswegen muss ich ihr jetzt auch so eine bestellen. Die findet sie nämlich super toll. Ich habe hier die Größe 38 bestellt, ich hätte aber auch locker eine 36 passen können. Ich habe aber 38 bestellt, weil ich halt einfach ein bisschen mehr Freiraum haben wollte, beziehungsweise ich ein bisschen mehr Platz haben wollte. Ich wollte das Ganze auch zum Beispiel auch über einen Pullover anziehen können und deswegen habe ich mir das eine ganze Nummer größer bestellt. Ihr könnt euch sehr gut an den Größentabellen bei Shein halt orientieren, dann wisst ihr, okay, ich brauche mehr eine 38 oder mehr eine 40 oder mehr eine 36, weil ich muss sagen, die Größen bei Shein, die fallen halt ein bisschen größer alle aus. Das heißt, eine 38 ist halt nicht eine H&M 38 oder eine andere 38, weil ich trage bei Shein zum Beispiel Oberteile 38 bis 36 und zum Beispiel Hosen 36. Das heißt, diejenigen, die vielleicht normal eine 38 tragen, sagen wir Hose oder Oberteil, könnt ihr euch easy einfach eine 36 bestellen. Da müsst ihr aber, wie gesagt, euch immer an den Größentabellen orientieren. Die helfen euch nämlich wirklich sehr, weil manchmal kann eine 36 auch wirklich eine 36 sein. Das ist mir auch schon passiert. Passiert mir zwar nicht so oft, aber passiert auch. Dann habe ich ja als nächstes zum Beispiel noch so ein Hemd bestellt und das fand ich ganz cool, weil das kann man zum Beispiel auch wie ein Cardigan benutzen, halt über ein T-Shirt einfach drüber ziehen oder man zieht es halt wirklich wie so ein Hemd an.
Das ist halt wirklich ein etwas längeres Hemd. Ich habe damals schon so eins gehabt und fand das wirklich sehr, 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 sehr toll. Das Tolle hierbei ist, dass es ein bisschen länger ist als das, was ich damals hatte. Das geht halt wirklich so unten, also so, halt damit euer Po schön verdeckt ist. Und ja, ich mag es sowohl als richtiges Hemd als auch so als Cardigan-Style, was ich damals sehr, sehr gerne gemacht habe. Und da haben wir das Beispiel, wo mir das nachgemacht wurde und wo ich halt dann als Nachmacherin betitelt wurde. Und zwar habe ich dieses Hemd mit der einen Seite in meine Hose gesteckt und die andere habe ich halt einfach so gelassen. Ich wollte einerseits so ein bisschen meine Figur ein bisschen kaschieren, weil ich war schon damals sehr pummelig, wollte aber auch wie alle anderen halt meine schöne High-Waist-Hose zeigen, weil High-Waist-Hosen waren damals wirklich sehr in. Ich konnte aber nicht bauchfrei tragen, weil ich mich überhaupt nicht wohl darin gefühlt habe. Und deswegen habe ich halt so ein bisschen meine High-Waist-Hose zeigen wollen, habe das eine halt in die Hose gesteckt, so, und die andere habe ich halt einfach so flattern lassen, damit ich mich halt wohlfühle. Und das ist halt einfach so ein richtiger Flashback und ich liebe es. Ich würde es wieder so tragen und ich werde es auch wieder so tragen. Ich finde es einfach so toll. Ich habe hier die Größe 38 auch bestellt. Und dann habe ich hier einen Pullover. Ja, da habe ich vergessen, aber das Ganze abzufilmen. Aber ich glaube, man kann sich vorstellen, wie das Ganze aussieht. Ich habe nämlich vergessen, dass ich den auch noch besitze. Ich bin gerade zu meinem Kleiderschrank gegangen, beziehungsweise zu meinen Stangen und habe gesehen, oh, den habe ich ja auch noch zugeschickt bekommen. War ein bisschen Fell. Naja, das ist halt einfach so ein Pullover. Und damals, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, ich habe so ein Pullover, ich weiß, ich glaube, von meiner Mutter bekommen oder von meiner Schwester. Ich bin mir nicht ganz sicher, von wem von beiden. Aber ich konnte mich sehr gut an diesen Reißverschluss hier vorne erinnern. Ja. Und ich fand das halt einfach so cool, weil ich den Reißverschluss immer so getragen habe. Das heißt, ich habe den Pullover hier so angehabt, so. Und das ging dann halt so bis hier. Und dann habe ich halt so ein bisschen den Reißverschluss offen gelassen. Und ich fand das halt immer sehr schön, wie das gefallen ist. Oder ich habe halt so einen Top darunter angezogen, was hier vorne zum Beispiel Spitze hatte. Und dann habe ich es halt noch mehr aufgemacht, so. Und dann hing das halt einfach so runter und man konnte hier sehr schön, na, wie nennt man das? Dekolleté, keine Ahnung, konnte man sehr gut an die Spitze sehen und ich fand das halt einfach sehr, 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 sehr schön. Und wenn einem kalt war, hat man das einfach so da also wieder nach oben gemacht und hat sein halbes Gesicht in den Pullover reingesteckt, weil einem kalt war. Vor allem im Winter habe ich meine halbe Nase damit reingesteckt, weil mir übel, übel kalt war. Und dann hatte ich immer diesen Verschluss hier oben. Frag mich nicht, wie ich das angestellt habe, aber ja, manche Lehrer meinten dann einfach, das Fenster, wenn sie reinkommen, komplett aufmachen zu müssen. Man hat gerade seine Winterjacke abgenommen. Draußen mal minus 2 Grad. Was macht der Lehrer? Kommt im Klassenraum, richtig schlecht gelaunt, weil er wahrscheinlich nicht geschlafen hat. Geht zum Fenster, reißt alle Fenster auf. Und Leute, wir hatten so eine richtige Fensterreihe damals bei uns in unserem Klassenraum. Das heißt so richtig, so eine ganze Reihe. Da waren irgendwie 1, 2, 3, ich glaube 4 oder 5 Fenster nebeneinander. Der kommt rein, zieht erstmal alle auf und wir sitzen da und dürfen unsere Jacken nicht anziehen, unsere Mütze nicht anziehen und frieren uns da wirklich alles, alles, alles einfach ab. Und deswegen, ja, habe ich halt immer, wenn ich den Pullover anhatte, mein halbes Gesicht da reingesteckt. Ja, oh, das sind solche Erinnerungen, Leute. Ich könnte wieder zur Schule gehen, aber irgendwie will ich es auch nicht. Das nächste, was ich habe, habe ich damals 1:1 so gehabt, bloß dass das hier ein bisschen, ja, ein dünnerer Stoff ist und halt so ein Stretchstoff ist. Und zwar ist das halt auch so ein Karo-Muster, aber halt wie so ein Kleidchen, wie so ein längerer Pullover, so halt wie so ein Kleidchen, kann man sagen. Ich habe sowas damals auch gehabt und habe das sehr, sehr gerne mit einer Strumpfhose kombiniert, mit so einer dicken Strumpfhose. Ich weiß leider nicht, wie die Dinger heißen, aber halt diese dicken Strumpfhosen, die es zum Beispiel auch bei Kick gibt. Und habe das Ganze mit Stiefeln kombiniert und das habe ich damals sehr, sehr gerne getragen. Gerade im Winter habe ich das wirklich gemocht, weil ich wollte irgendwann keine Jeanshosen mehr anziehen. Wieso, was halt auch immer, da habe ich meine, ich will keine Jeanshosen anziehen, Phase gehabt. Und habe immer diese Strumpfhosen angezogen und da Leggings halt einfach zu dünn waren für den Winter. Es waren damals minus 3, 4 Grad, habe ich halt immer diese dicken Strumpfhosen angezogen und halt damit. Und wie gesagt, meiner war ein bisschen dicker, der ist jetzt ein bisschen dünner. Ich muss wirklich sagen, ich finde den immer noch wunder, 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 wunderschön. Und ich denke mal, dass ich das im Winter genauso machen werde, dass ich halt wieder eine Strumpfhose mir kaufe, so eine dickere, halt wieder Stiefel schöne und mich halt in den Spiegel betrachte und einfach wieder zurück an die Schulzeit denke. Ich finde es halt einfach, ich finde es schön. Ich mag Karo-Muster irgendwie sehr, sehr gerne. Ich habe das Ganze jetzt ohne Stiefel und ohne Strumpfhose gefilmt, aber ja, es sah so ein bisschen leer aus und irgendwie nicht so ganz schön, aber ich kann mir das mit einer Strumpfhose im Winter wirklich sehr toll und sehr kuschelig vorstellen und gerade noch vielleicht mit einem Schal über dem Hals, das könnte sehr schön aussehen. Das nächste, was ich euch jetzt zeige, da habe ich mir gedacht, das könnte ich jetzt eigentlich sehr gut, wenn ich wieder zur Schule gehen würde, anziehen. Ich fand das sehr schön, als ich das auf dem Bild gesehen habe und zwar ist es auch sowas wie ein Hemd, ne, aber das Ganze ist ein bisschen länger, also wie ein Kleidchen. Hier sind so die Arme, das flattert so ein kleines bisschen. Ich habe euch das Ganze in Blau abgefilmt. Ich glaube, ich hatte gestern das Blaue an. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, welches ich anhatte, weil ich ja vorgefilmt habe.
Genau, und da habe ich das Ganze einmal in Blau und ich habe das Ganze halt einmal in diesem wunderschönen Rosé. Ich muss wirklich sagen, dieses Blau ist einfach so unglaublich schön. Allgemein, dieses Kleidchen ist so toll. Ich kann mir das sehr gut mit einer Strumpfhose noch vorstellen und irgendwelchen Schüchen. Sehr, 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 sehr toll. So hohen Schuhen gerade einfach wunderschön. Ich habe hier eine 38 bestellt. Leider ist 38 immer noch zu groß. Ich habe es mit Absicht, ja, in der Hoffnung in 38 bestellt, damit das Ganze so ein bisschen flattert. Aber das Ganze ist doch sehr groß ausgefallen, dass ich mir jetzt gedacht habe, okay, ich werde mir einfach selber nochmal die beiden Sachen hier bestellen, weil ich finde die einfach so toll und möchte die gerne haben in meinem Kleiderschrank. Und das werde ich einfach meiner Schwester geben. Die wird sich bestimmt sehr, sehr freuen. Das ist so perfekt die Größe für meine Schwester. Das heißt, für meine Schwester ist hier dieses Mal auch was bei rumgekommen. Genau, finde ich super toll. Beide Sachen super. Einfach schön und das fühlt sich halt einfach so toll an vom Stoff, Leute. So unglaublich toll. Das nächste, was ich habe, und das hatte ich auch schon an, und das ist momentan einfach einer meiner liebsten Pullover, beziehungsweise einer meiner liebsten Hoodies. Und zwar ist das einfach so ein dunkelblauer Hoodie, wo Malibu draufsteht. Steht. Wo Malibu draufsteht. Sehr schön. Wo Malibu draufsteht. Genau, hier haben wir diese Bändelchen, die habe ich halt zu so einer Schleife gemacht, falls ihr das jetzt so ein bisschen sehen könnt. Ich mag das sehr gerne, weil die Bändel hier sind echt lang. Und eigentlich mag ich das ja gerne, wenn diese Bändel lang sind. Aber wenn man halt ja am Arbeiten ist, dann stört das halt so ein bisschen. Deswegen mache ich da einfach immer so ein Schleifchen drum. Der Stoff ist ultra, ultra, ultra weich. Ultra weich liebe ich einfach ultra. Also, der Pullover ist einfach so toll, Leute. Ich würde ihn am liebsten jetzt wieder anziehen. Es ist aber zu warm. Ich mag den sehr gerne, den kann ich euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Ich habe noch einen Pullover mir bestellt und zwar war das ein hellblauer Pullover. Der ist mir aber leider in 38 wirklich zu groß ausgefallen. Das war dann keine S mehr, sondern das war wirklich eine L, tendierend zu einer XL. Das konnte mir wirklich ein Kleidchen sein. Deswegen habe ich das dem Mann meiner Schwester schon gegeben. Der hat sich wirklich sehr darüber gefreut. Und genau, das war wirklich so ein richtig schönes Blau. Hier so ein Blau. Wirklich toll. Ich werde euch den Pullover, den ich jetzt gerade meine, auch unten in die Infobox mit reinpacken. Das heißt, alles, was ich euch hier zeige, ist nochmal unten in der Infobox für euch. Das heißt, wenn euch irgendwas interessiert, klickt einfach drauf. Genau, einfach ein wunderschöner Pullover hier an dieser Stelle. Das nächste, was ich für euch habe, könnte man als Schlafanzug eigentlich sehen. Ich sehe es aber überhaupt nicht als Schlafanzug. Und zwar erinnert mich das so richtig an diese ganzen College-Filme, an diesen ganzen amerikanischen Filmen. Ich kann nicht mehr, Leute. Als ich das gesehen habe, dieses Set, ich habe mich einfach pur verliebt, habe mir gedacht, ey, Alter, würde ich jetzt noch zur Schule gehen, ich würde es so anziehen und ich werde es so anziehen, auch wenn ich nicht mehr zur Schule gehe. Aber Leute, es ist einmal hier so eine Shorts, so. Da steht 1998 Brooklyn, New York drauf, ja. Und es macht einfach so einen unglaublich tollen Po. Es ist stretchy, es fühlt sich super, super toll an. Ich liebe es halt einfach und ich werde das mit in den Urlaub nehmen. Dieses Set, da habe ich schon gesagt, das muss mitkommen. Und Leute, dazu haben wir noch dieses Oversize-T-Shirt. Das habe ich mir extra etwas größer bestellt. Auch hier 1898 Brooklyn, New York. Und ich habe mich so schockverliebt, als ich das gesehen habe. Ich habe mir gedacht, so richtig aus diesem amerikanischen Film. Da fehlt wirklich nur noch so ein richtig geiler Rucksack, so ein Stoffrucksack. So hier, yo, einmal zur Schule. Einfach so, so wisst ihr, wie diese ganzen College-Hoodies und College-T-Shirts, wie man das in diesen ganzen Film kennt. Ich habe mich einfach so verliebt. Das kann man auch sehr gut zum Beispiel zum Sport benutzen, beziehungsweise ja, für einen Sportunterricht oder sowas. Ich fand es aber Liebe. Ich fand es, es ist Liebe. Es ist einfach Liebe. Ich werde es wahrscheinlich so oft jetzt tragen. Es ist einfach stoffmäßig so toll und ich finde es einfach so schön verarbeitet, Leute. Manchmal, wenn man so Sachen kauft und wenn man dann an diesen ganzen Logos zieht, dann ist das dann plötzlich so durchsichtig und man hat so das Gefühl, das reißt so direkt so und hier gar nicht. Also ich kann dran ziehen und es ist einfach fest. Also dieses Logo ist so toll verarbeitet. Das wird nicht so schnell abgehen, Leute. Ich liebe es halt einfach. Die Verarbeitung vom T-Shirt finde ich einfach so genial. So weich und überhaupt nicht Fusselstoff. Dabei ist das schon gewaschen. So, ich finde die Sachen von Shein einfach so toll von der Qualität. Sieht ja jeder anders. Ich finde es aber überhaupt, überhaupt nicht schlecht. Also ich bin positiv überrascht von diesen Shein-Klamotten immer. Immer und immer wieder. Ich liebe die halt einfach. Also, love. So, dann habe ich jetzt noch zwei Sachen hier in der Tüte, weil ich beide gerne mit in den Urlaub noch nehmen möchte. Deswegen sind die jetzt schon eingepackt. Sorry. Muss ich mal eben kurz herausholen. So, zum einen haben wir noch dieses T-Shirt. Und das habe ich mir auch in Oversize bestellt. Ich liebe es einfach so richtig schön in die Hose stecken. Es ist an sich eigentlich ein schwarzes T-Shirt. Eigentlich ist das so die Vorderseite, Leute. Aber. Ich drehe das Ganze einfach um und schaut euch mal diese Schmetterlinge. Schaut euch diesen Schmetterling hier an.
ich habe das Ganze einfach umfunktioniert und werde einfach das hintere Teil nach vorne anziehen. Und dann habe ich diesen Schmetterling hier einfach vorne. Nein, Leute, man sieht einfach nichts. Man kann hier einfach dieses Schild abschneiden, dann ist das eh egal. Manchmal ist bei Shein, oftmals ist bei Shein einfach vorne hinten und hinten ist vorne. So egal, wie du es rumdrehst, es ergibt immer irgendwie einen Sinn. Und ich habe mir einfach gedacht, bei den T-Shirts mache ich einfach dasselbe. So. Diesen schönen Schmetterling, wie kann man den am Rücken tragen? So, warum? Einfach viel zu schade, um das Ganze halt nach hinten zu machen, deswegen nach vorne. Und wenn wir ehrlich sind, es ist einfach genau gleich geschnitten. Egal ob vorne, egal ob hinten. Also egal, wie rum ihr das eigentlich anzieht, es ergibt einen Sinn. Sagen wir mal so. Und ich habe es auch mit dieser Jacke kombiniert gehabt. Hier mit der. Einfach unglaublich schön. Liebe Leute, stoffmäßig super toll und oversize. Und ich habe so eine kurze Hose noch und damit halt super, super. Also dieses Oversize-T-Shirt-Ding, das habe ich jetzt ein bisschen, da habe ich den Dreh raus. Am Anfang wusste ich nicht, womit ich das kombinieren soll. Mittlerweile läuft das bei mir so in die richtige Richtung. Und kommen wir auch schon zu der letzten Sache, Leute. Und zwar habe ich mir hier ein Kleidchen bestellt und das stelle ich mir sehr gut vor im Urlaub, wenn das Ganze schon abgekühlt ist, beziehungsweise ja, wenn Kroatien abgekühlt ist, wir dann abends noch um 23 Uhr unterwegs sind oder sowas. Und wie gesagt, es ist ein bisschen kälter. Da habe ich mir dieses Kleidchen hier ausgesucht und ich fand das einfach so schön. So richtig, da fehlt eigentlich nur noch der Ordner unter meinem Arm und eine Brille und ich bin Bankkauffrau oder sowas. Du wisst ja, was ich meine. Aber ich fand es so schön. Und zwar ist das gestreift. Ich liebe gestreift, ist mir aufgefallen. So schwarz und weiß gestreift. Liebe ich. Da habe ich so viele Sachen von. Und zwar haben wir hier auch wieder diese Hemdoptik. Ich mag momentan Hemdoptik. Hemdoptik. So, ist mir aufgefallen. Super schön. Das Ganze ist auch in 38. Und ich finde es einfach super, 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 super schön. Hier kann man zum Beispiel noch zuknüpfen. Genau. Wir haben hier auch noch this one hier. Das heißt, man kann da so eine schöne Schleife um den Bauch machen und das sieht halt einfach super schön aus. Meine lieben Studis, natürlich habe ich euch nicht vergessen und ich habe auch an dieser Stelle einen Rabattcode für euch. Und zwar könnt ihr mit meinem Rabattcode BTS2388 15% auf eure Bestellung ohne Mindestbestellwert sparen und ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro erhaltet ihr sogar 20%. Das heißt BTS2388. Acht Leute, ich werde euch jetzt auch nochmal einblenden. Also sparen, sparen, sparen. Bei Shein findet man auf jeden Fall immer was. Und ich finde halt einfach, Shein entspricht halt einfach volle Kanne meinem Stil. Ich liebe Shein einfach. Ich werde da immer fündig, Leute. Wenn ich manchmal bei anderen Läden reingehe, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist das halt einfach nicht immer so das, was ich gerne tragen möchte. Nicht meinem Stil entsprechend. Und bei Shein gibt es halt irgendwie immer irgendwas, was ich super toll finde, was zu mir passt, was zu meiner Figur passt, was einfach zu Alina passt. So, wisst ihr, was ich meine? Und ich denke, das geht sehr, sehr, sehr vielen dort. Und ja, vergesst auf gar keinen Fall, meinen Rabattcode zu nehmen, weil dann könnt ihr ordentlich sparen. Wo man sparen kann, kann man sparen. Gerade in dieser Zeit ist es sehr wichtig zu sparen. Ja, Leute, was ich noch sagen wollte, alles, was ich euch gerade gezeigt habe, alle diese schönen Sachen, die ich euch gezeigt habe, findet ihr nochmal, seht ihr nochmal in der Infobox. Da ist einfach der Link, da könnt ihr drauf gehen, zum Beispiel blauer Hoodie, dann sucht ihr einen blauen Hoodie, zum Beispiel dunkelblauen Hoodie und hellen blauen Hoodie, dann sucht ihr euch aus, was ihr haben wollt, klickt da drauf und werdet direkt rübergeleitet. Oder zum Beispiel hier rosanes Kleid, sucht ihr euch das aus, klickt drauf und werdet rübergeleitet und könnt dann direkt loslegen beim Shoppen, euch das kaufen und vergesst nicht, wie gesagt, richtig meinen Rabattcode anzuwenden. Meine Lieben, ich hoffe, euch da draußen hat dieses Video gefallen. Ich würde mich mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, das Glöckchen zu aktivieren, sonst verpasst ihr auch in Zukunft keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch nur dies da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.